Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines Seefahrtstagebuches hier auf meinem Kanal. Ja, in dieser Folge fahren wir von Gävle nach Oslo. Eine Zielreise von knapp 2,5 Tagen. Ja, hier sind wir auch schon unterwegs. Im Moment befinden wir uns hier in der Ostsee zwischen Gotland und Öland, das ist an der schwedischen Ostküste, auf dem Weg Richtung Kadetrinne, Fehmarn und dann durch den Belt durch. So, in der Ansicht sind wir gerade an Fehmarn vorbeigefahren, sind jetzt ab, haben die Kursänderung Richtung Norden gemacht, hoch Richtung Skagen. Jetzt nochmal ein paar Impressionen mal nach hinten raus, wie ihr seht, wie wir uns hier durch den Belt schlängeln. Ist eine sehr schmale Fahrrinne, links und rechts ist es zu flach für uns. Und dann kommen wir auch schon an der großen Beltbrücke an. Da möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei meinem Kameramann auch noch bedanken, bei Axel. Ja, wir haben hier die Brückendurchfahrt an mehreren Perspektiven gefilmt, um euch das mal nahe zu bringen. So, kleine Randinfo, eine Überfahrt mit dem Auto über die Brücke kostet euch 34 Euro. Ist bei schönem Wetter echt schön. Wenn man Glück hat, kommt auch noch ein Schiff. Wenn es ein bisschen diesig ist, dann fährt man eigentlich nur in den Wolken. So, jetzt seht ihr einmal schön die Durchfahrt über die Brücke. Die Brücke verbindet sozusagen das Festland von Dänemark und Lolland. Ja, jetzt kommt nochmal aus der Brückenperspektive einmal von oben auch nochmal die Durchfahrt. Ihr seht ja nochmal die Brücke in voller Spannweite. Das ist wirklich eine schöne Brücke. Ich bin schon sehr, sehr oft drunter hergefahren. Ja. Ansonsten, wenn man, wie gesagt, schon ein paar Mal drunter hergefahren ist, irgendwann ist es nicht mehr so was Besonderes, weil man sieht sie wirklich fast alle zwei Wochen. Aber es ist trotzdem immer wieder erstaunlich, das so zu sehen. So einmal an der Vorbeifahrt, wenn wir drunter hergefahren sind. Und gleich noch einmal von vorne vom Bug. Einmal mit den Aufbauten drauf. So, da seht ihr das nochmal mit den Aufbauten. Etwas schnelleres Video. Und ja, da gibt es noch zwei kleine Fotos. Zum Abschluss nochmal hinterher geschossen. Wirklich traumhaftes Wetter gehabt. Wieder viel Glück. Und jetzt sind wir auch schon vor Oslo. Wir bekommen hier gerade den Lotsen, der uns bis zu unserem Liegeplatz nach Oslo bringen wird. Ihr seht ja links das kleine Lotsenboot, was sich da hier durch die Wellen kämpft. Und wir haben sehr starken Rückenwind. Wir sind jetzt ja, volle Kaffee raus. Knapp 16 Knoten sind wir gelaufen, fahren jetzt erstmal los und sollte dann eigentlich auch direkt rangehen, aber da war noch ein anderer Tanker, den sehen wir später noch, der ist nicht fertig geworden. Zwischenzeitlich haben wir reduziert, sind nur noch 6 Knoten gefahren. Ihr seht es hier, da sind wir schon deutlich langsamer. Sind jetzt auch schon langsam im Oslofjord drinne. Mit der Zeit wird es dann auch immer wieder ein bisschen enger. Jetzt haben wir hier nochmal, ja, die schöne Landschaft, war wirklich herrliches Wetter. Es war leider sehr windig, der Wind kam genau von Achtern. Manchmal sieht man dann so ein bisschen die Abgase vom Schornstein noch vorbeiziehen, links, wenn man jetzt genau hinguckt. Und hat uns auch noch ein Containerschiff überholt, was natürlich nicht warten muss, was hier schön mit Vollkaracho durchbrennen konnte. So, dann springen wir jetzt gleich mal noch ein paar Meter weiter. Die ganze Fahrt hat so 16 Uhr mal den Lotsen gekriegt und 22 Uhr, irgendwas war mal fest, also haben wir so knapp 6 Stunden gebraucht. So, hier sind wir an einer etwas engeren Stelle. Links war noch ein alter Marinebunker auf der kleinen Insel. So, hier sind so mit die engsten Stellen im Oslofjord. Haben wir uns hier durchgestellt. Man sieht leider manchmal so ein paar Lichtspiegelungen, aber ich denke, das ist zu verkraften. So, jetzt habe ich gleich nochmal einen Cut gesetzt, genau hier, weil wir da wieder reduziert haben und sehr langsam gefahren sind und da ist nicht viel Spannendes passiert. So, vor uns liegt jetzt auch schon Oslo. Sehr interessante Wolkenbildung, wie ihr da oben sehen könnt. Wie die Wolken da entstehen. Ja, und jetzt wird es dann mit der Zeit auch immer dunkler. Das ist ein richtig schöner Effekt geworden. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ja, jetzt gleich könnt ihr sehen, wie das wie der andere Tanker ablegt. Ein Stückchen links vom Bug. Dieser weiße helle Aufbau da. Der wird gleich ablegen. Das ist der Tanker, der den Liegeplatz belichtet. Jetzt seht ihr, jetzt stehen wir. Und wir warten jetzt darauf, dass der ablegt. Jetzt fährt er los. So.
Genau, der hat uns quasi etwas hinausgezögert. So, und jetzt wird es natürlich immer dunkler. Es wird richtig dunkel. Und, aber jetzt sieht ihr mal das Anliegemanöver schön mit Licht bei Nacht. Das sieht schon richtig gut aus. Dass die Aufnahmen so gut geworden sind, habe ich nicht erwartet. Ja, und dann parken wir jetzt einmal rückwärts an der Jetty an. Und ja, dann seht ihr jetzt mal, wie schnell das eigentlich alles so funktioniert. So, Leinen fest, springst, vorne die Leinen rüber, hinten, zack, Licht geht schon an, das Schiff ist fest. Und dann geht es los, noch Gangway klar machen, Reducer anschlagen für den Ladearm, der hat hier nur 10 Inch, wir haben 16 Inch. Auf der anderen Seite der Tanker hat abgelegt, ein Gewusel hier, ruckzuck geht das, in Zeitraffer. So, ja, und zack, wird der Arm angeschlossen. Und dann ging es auch schon los mit dem Löschen. An dieser Stelle möchte ich auch noch ganz, ganz herzlich bei 300 Abonnenten bedanken. Cool, dass es echt jetzt schon 300 sind. Es freut mich sehr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es noch mehr werden. Und viel Spaß weiterhin mit meinen Videos. Bis denn. Ciao.